Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Vanbörse. Wir sind heute bei Matthias und Hanna. Hallo ihr beiden. Hallo. Und da wir hier auf Fuerte stehen, würde ich sagen, gehen wir direkt mal nach hinten durch. Setzt euch gerne einmal, gehen wir rein, weil hier ist es etwas windig. Dann ist der Ton besser. So, ich filme schon einmal, zeige hier mal ganz kurz, wie wir sitzen. Vielleicht ganz kurz zu euch beiden. Hanna, fang du gerne an. Wie lange seid ihr schon unterwegs und wie alt seid ihr und was macht ihr von unterwegs? Okay, wir sind seit 3 Monaten unterwegs. Ich bin 24 Jahre alt. Du bist 28. Und ich habe gerade mein Studium abgeschlossen, habe im Museum gearbeitet und Workshops für Kinder und Jugendliche gemacht zum Thema Umweltbildung. Und Matthias? Genau, ich mache Motion Graphics, so Bewegtgrafiken, Erklärvideos so für den medizinischen Bereich hauptsächlich. Genau, und das klappt ganz gut von unterwegs eigentlich bis jetzt. Ja. Und ja. Ja, sehr, sehr so cool. Reisen wir herum. Wir haben euch beiden ja hier schon ein paar Mal auf der Insel getroffen. Man fährt sich immer über den Weg. Da habe ich auch schon gesehen, dass ihr tatsächlich hier hinten mal saßt mit euren Laptops, am Arbeiten seid. Vielleicht fangen wir auch direkt mal damit an. Ihr habt hier hinten eure Sitzecke, wie man sieht. Ihr sitzt schon da. Vielleicht starten wir mal mit dem Tisch und gehen dann mit den Sitzbänken weiter und eurem Bett. Startet gerne und erklärt mal. Also wir haben quasi hier so einen Laguna-Table, der sich so ein bisschen in alle Richtungen swiveln lässt. Sehr den cool. Kann man, wenn man möchte, nochmal quasi ausziehen oder aufmachen und vergrößern. Dann hat man nochmal ein bisschen eine größere Variante. Und so kann man dann quasi auch das Bett machen. Also den Tisch dann da zwischen die Sitzbänke absenken und die Polster in die Mitte schieben. Und dann ist das quasi gleichzeitig genau, auch unser Bettlattenrost. Ich zeige das einmal gerade. Ihr habt hier, glaube ich, diese Scharniere angebracht. Genau. Da legt man das dann drauf. Darf ich einmal fragen? Ah, Lagunen, das filme ich einmal, weil das immer ganz viel ist. Ist jetzt auf dem Kopf einmal, aber das ist das Tischgestell, was Matthias gerade erwähnt hatte. Das kann man eigentlich recht easy dann rausheben, aufklappen und dann kommt das da genau in diese Schiene hinein. Und dann super cool. Dauert das vielleicht insgesamt, schätze ich mal, wirklich jetzt ehrliche 5 Minuten? 3? Ehrliche 3,5 Minuten, würde ich sagen. Also Leute, baut ihr das Bett immer um oder bleibt es auch mal? Ah, cool. Also wir bauen fast jeden Tag. Ich würde sagen, 95% bauen wir immer um. Es ist auch irgendwie ganz cool, so eine kleine Routine dann reinzubekommen. So, okay, jetzt ist Schlafzeit so, Bett gemacht und dann ist so ein bisschen wieder so Worktime, Essen oder was auch immer. Voll, das ist dann irgendwie ganz angenehm. Das Tischgestell verlinken wir euch. Die Platte, könnte ich mir vorstellen, habt ihr wahrscheinlich selber gebaut. Die macht man dran, das Gestell quasi. Genau, selbst gebaut, selbst furniert. Ja, 2 Platten mit so einem Scharnier. Das ist echt ziemlich basic. Ja. Die müssen nicht viel halten, das geht ja echt nur um den... Ja. Perfekto. Dann würde ich sagen, haben wir die Sitzecke, das Bett damit auch, das haben wir erklärt. Worauf ich einmal sehr gut oder ganz kurz eingehen möchte, ist das Dachfenster, weil das finde ich super, super cool. Ja, das hat mir bisher nur einmal, das ist, ich weiß gar nicht, von welcher Marke ist das? Das ist das Dometic Hiki 2 und das ist wirklich riesig. Man sieht das Licht, was hier, wenn ich mal ein Stück zurückgehe, also hier ist kein Licht an im Van, es ist wirklich einfach nur Tageslicht. Voll. Wie zufrieden seid ihr damit? Sehr. Schon sehr, aber ich habe jetzt keinen Vergleich mit dem kleinen Hiki, aber ich höre von vielen Leuten, die reinkommen und das kleine Hiki haben, sagen alle so, boah, das hätte sich schon noch machen können. Das kann ich bestätigen. Es ist aber gar nicht so easy, weil man da einen Querträger durchschneiden muss und dann da eben nochmal was schweißen muss, dass man das wieder verstärkt, das Ganze, damit das auch stabil genug ist. Und ich glaube, das ist der Grund, warum das wenige auch haben, weil es halt irgendwie ein bisschen ist ein bisschen creepy da so quer. So Querträger durchzuschneiden. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau. Das Mini-Hiki kriegt man immer zwischen und genau. Mit dem musst du wirklich einmal eine Aktion. Aber wie du sagst, Hanna, das lohnt sich auf jeden Fall. Es sieht sehr, sehr schön aus. Toll. Habt ihr das selber reingebaut? Ja, beim Schweißen hatten wir Hilfe von einem Bekannten. Genau. Das haben wir uns, das konnten wir nicht. Aber sonst ist eigentlich alles selbst gemacht. Perfekt, sehr cool. Wo wir schon bei den Fenstern sind, vom Dachfenster gehen wir einmal zu den seitlichen. Die habt ihr auch selber eingebaut. Ja, genau. Hier sehe ich schon eine Falle. Und zwar haben ganz viele hier nämlich kein Seitenfenster. Ihr habt euch trotzdem für entschieden, weil... Wenn man wir wollten einfach da die Kontinuität beibehalten, dass wir überall diese Klappfenster einerseits haben. Und es war dann halt die Möglichkeit, Schiebefenster war, haben wir überlegt. Aber es ist schon cool, wenn es regnet, dass du trotzdem aufmachen kannst. Und es ist jetzt auch schon ein paar Mal passiert, dass es dagegen ist, die Tür. Aber das haltet recht viel aus und wenn man jetzt nicht die Tür voll aufzieht, dann ist und sonst, okay. Man kann trotzdem so diesen Lüftungsmodus, sag ich mal, in der Zwischenschiene geht sich noch aus mit dem Fenster. Also ich bereue es trotzdem nicht, dass ich es gemacht habe. Aber man muss natürlich ein bisschen mitdenken. Also man gewöhnt sich, glaube ich, dran, ne, mit genau. der Zeit.
Genau. Wenn man jetzt, wenn jetzt ein ganz Fremder damit reisen würde, der immer wieder, dann wäre es vielleicht gefährlich, wenn der dann immer wieder aufmacht. Also zur Vermietung steht der Van jetzt auf jeden Fall erstmal nicht. Genau, das ist ein bisschen kritisch. Okay, sehr cool. Ich gehe davon aus, wenn ihr das eingebaut gekriegt habt, dann habt ihr die wahrscheinlich auch selber eingebaut. Also wir haben alles an dem Bus eigentlich selber eingebaut, außer diese Schweißnaht. Und tatsächlich die Überzüge von den Pölstern haben wir machen lassen, weil das... Das ist klug. Das ist sehr schwer, glaube ich, selber. Kriegt man, glaube ich, schon irgendwie hin, aber es wird nie perfekt werden. Aber sonst ist echt alles... Sehr, sehr cool. Dann gehen wir von oben zur Seite wieder nach oben, und zwar eure Decke. Ich finde nämlich, das ist mit das Auffälligste am Van. Vielleicht könnt ihr einmal ganz kurz erklären, ich glaube, es ist relativ klar, wie man sowas macht, was das für ein Holz ist. Wisst ihr das noch? Ja, also wir haben so ein ziemlich leichtes Holz bestellt. Wie heißt's? Queen's Ply heißt genau. das. Okay. Von Sven Bauhaus ist das tatsächlich. Das ist in Deutschland so ein großer... Plattenladen. Ja. Es ist 1,5 mm dick, schichtverleimtes Sperrholz. Und es ist tatsächlich etwas, wenn ich mich nicht täusche, leichter als Birken. Nein, leichter als Pappel noch. Leichter als Pappelsperrholz, aber viel stabiler noch als Pappel. Pappel ist relativ weich und das ist noch ein bisschen angenehmer zu verarbeiten. Und das haben wir aber tatsächlich furniert. Also wir haben Eichenfurnier drauf gemacht, dann die Seiten hier lackiert und hinter nochmal eine dünne Holzplatte, die wir auch lackiert haben. Damit so ein bisschen dieser Tiefeneffekt da stärker rüberkommt, dass so ein bisschen eine Schattenfuge da entsteht. Kommt sehr gut rüber. Also ich finde, das sieht sehr, sehr schick aus. Ich glaube, in unserer vorletzten Roomtour hatten wir das auch das erste Mal gesehen. Es macht den Raum irgendwie größer. Habt ihr euch bestimmt auch was gedacht, dass man die nicht so macht, sondern wirklich längs. Und wir haben uns halt inspirieren lassen auch von, es gibt diese Dämmplatten, diese Akustik-Dämmplatten eigentlich, genau. Und die schauen eigentlich ziemlich ähnlich aus und wir wollten die eigentlich ursprünglich bestellen und dann haben wir gesehen, dass das dann doch teurer wäre als gedacht und dann haben wir uns eigentlich gedacht, so, warum machen wir das nicht selber nach und super schön. Diesen Effekt und es hat eigentlich super gut gepasst. Ja, das kann ich bestätigen. Sehr, sehr gut. Man hat dann hier noch cooles Licht drin, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sieht. In dem, aber guck ich mal, schon. Cool. Ja, das sieht man sehr, sehr gut. Ach, das ist ja schick, da habt ihr quasi LED-Leisten oder was ist genau, das? LED-Leisten. Einfach zwischengezogen. Ah, danke fürs, das ist sehr schick. Ja, cool. Also. Dann auch noch einmal indirekt quasi, aber das sieht man jetzt unter Tageslicht. Ja. Wow, also ihr seht schon und hört schon, was hier alles drinsteckt. Zum Preis kommen wir am Ende des Videos. Aber ihr habt euch sehr viele Gedanken gemacht. Sehr, sehr schön. Dann vielleicht ganz kurz zu den Hängeschränken. Ich glaube, das ist für die meisten nicht so super interessant. Das sind wahrscheinlich eure Kleiderschränke, Vorschauschränke. Genau, ne? Also das ist einfach, Kleiderschrank ist einmal quasi geteilt, um den Platz noch ein bisschen besser zu nutzen. Und davon gibt es halt... Das gleiche im Prinzip. Für Seite. Jeden zwei. Ja. Das geht sich ziemlich ganz gut basic. Aus. Es ist knapp, aber es geht. Ja, da ist dann doch immer deutlich mehr Platz drin, als man denkt. Die sind auch relativ tief, ich zeig das einmal so. Weil sie halt natürlich dann zusammengehen hinten, also man verliert dann wieder. Es ist schon. Ja. Und da waren wir auch eben tatsächlich durch das Fenster ein bisschen limitiert. Ja. Also, dass man sie weiter rausmacht, aber es geht sich eben trotzdem gut aus. Es sieht auf jeden Fall sehr schlüssig aus, hier alles. Danke. Okay. Dann möchte ich einmal, ich weiß nicht, ob es das Highlight des Vans ist, wenn die beiden nicht noch mit einer anderen Ecke um die Sache um die Ecke kommen. Hier ist nämlich noch ein kleines Fenster und wenn ihr mich jetzt fragt, warum zu dem großen Fenster noch ein kleines dazu muss, Matthias fängt schon an, präsentiert bitte eure Dusche. Man muss fairerweise dazu sagen, wir haben vorher kurz gequatscht, hier steht eigentlich auch das Klo mit drin, das steht jetzt hier vorne, ist trocken Trennklo. Wollt ihr dazu kurz was sagen, seid ihr wahrscheinlich sehr happy mit, ne? Ja, super happy, also wir hatten so einen kleinen Baufehler, muss ich sagen, das hat dann, da hatten wir ein paar Komplikationen, wo weil wir es selbst gebaut haben. Viel, ja genau, also es war ja nicht ganz ideal geklappt, wie es sollte, sagen wir mal so, aber mittlerweile haben wir das in den Griff bekommen. Ja. Genau, und theoretisch steht das immer da drinnen und wir verwenden es auch eigentlich, wir lassen es auch, muss man ehrlicherweise sagen, 90% da drinnen, weil wir jetzt halt im Sommer reisen und gerade nicht duschen. Man kann ganz gut draußen duschen. Ja. Und genau, die Funktion von dem Ding. Es ist quasi eine Duschbox, mehr oder weniger, wo man quasi da drin unten so eine Aluwanne hat mit einem Ablauf. Ja, also eine richtige Duschwanne. Genau, so eine kleine Duschwanne, alles abgedichtet und dann hat man hier so einen 360-Grad Duschvorhang. Und man kann dieses Kastel hinausholen. Hanna hat hier gerade schon die Haken rausgeholt nebenbei, das habe ich glaube ich nicht drauf gehabt. Und das dann hier mit Magneten festmachen. Uns fehlt tatsächlich ein Magnet, aber ich halte es jetzt einfach. Ja, und dann kann man quasi hier das einsteigen. Ich gehe mal ein Stück noch zurück. Das ist ja. Das muss so. Also das ist wirklich eine Premiere, das haben wir noch nie gesehen. Hier kann man duschen, da oben hat man dann so
Shampoo und diese Sachen drinnen. Das ist einmal hier so. Da ja, ist bitte. Noch, ach, das ist das kleine Fach. Das ist genau. Das, was die beiden gerade ausgezogen haben. Und dann könnte ich hier zumachen. Genau. Könnte ich dann hier drinnen. Ja. Es ist eng, aber es ist, halt, es ist cool. Eher eine Notlösung, würde ich sagen. Aber ja. Wenn du im Winter unterwegs bist und unbedingt duschen musst, dann ja. Ist es, glaube ich, eine ganz gute. Richtig, richtig. Und es ist ja nicht so, dass der Raum verloren geht, sondern ihr habt da, wie gesagt, euer Klo genau, eigentlich das drin. Genau. Und, wir haben hier auch jetzt nicht extra noch Armaturen oder so irgendwas gemacht, sondern wir können einfach die Außendusche, das können wir eh nachher nochmal zeigen, da gibt es einen Schlauch, den kann man an die Spüle dran machen, das hier abschrauben, das dann dran schrauben und dann hat man hier drinnen seinen Schlauch. Da braucht man nicht nochmal extra Armatur und alles. Sehr, genau. Sehr cool. Das war die Idee. Sehr, sehr cool. Ich hoffe, die Überraschung ist geglückt. Wie gesagt, deswegen habt ihr wahrscheinlich oben das kleine Fenster, wenn ich jetzt 1+1 zusammenzähle. Genau. Zum Durchlüften. Ja. Das war quasi der Abzug mehr oder weniger für das Ganze, dass man hier so ein das Mikro-Hecke ist. Das. Ja, genau, das ganz kleine. Können wir da einmal aufmachen. Super praktisch. Ja, sehr cool, ich bin beeindruckt. Dann könnt ihr euch gerne einer vielleicht hinsetzen und dann würden wir hier, wie ihr möchtet, und dann machen wir vielleicht mal hier bei der Küche sogar weiter. Mhm. Einmal vielleicht mit dem rechten Teil. Gibt es vielleicht auch nicht so viel zu erzählen, für viele ist noch interessant, eure Wandkonstruktion, also das Holz, ist das Biegesperrholz? Das ist hauptsächlich eigentlich normales Sperrholz. 4 mm, das hier alles. Ja. Was aber, genau, an der Stelle haben wir Biegesperrholz verwendet. Ah ja. Weil Biegesperrholz ist schon nochmal teurer als das normale. Ja. Und da, also eine kleine Biegung, ein bisschen was geht ja mit dem normalen auch, aber halt solcher Winkel gehen sich dann natürlich nicht wie mehr hinter aus. Hinter dir, da diese Ecke, also das muss man dann einfach mit Biegesperrholz machen. Ja. Genau. Ja, ich glaube, dünnes Sperrholz, 4 mm, danke, dass ihr das einmal dazu erwähnt, das ist für viele auch interessant. Ja, bitte Anna, sorry. Die Küche. Also. Ganz kurz, wenn wir bei der Wand sind, das ist eben an der Unterkonstruktion festgemacht und dahinter haben wir isoliert mit Kork und Schafwolle, falls das noch irgendwie interessant ist. Zuerst ganz dünne Korkmatten, auch so 3-4 mm geklebt. Das dient auch gleichzeitig als Entrönung und als Isolierung, was gleich 2 in 1 ist, weil viele machen dann diese, wie heißen sie? Alubutyl drauf, genau. Mit Armaflex meistens. Genau, das haben wir uns eben gespart. Ein bisschen mehr Gewicht, dieses Alubutyl, und deswegen haben wir da einfach Kork und dann solche Schafwollmatten drüber. Genau. Ich glaube, ich alles auch eine Preisfrage, nur dass man das einmal dazu sagt, aber ihr habt, glaube ich, hier sehr... Sich, wenn man es vergleicht mit Armaflex und Alubutyl, kommt das ziemlich aus ähnliches aus deinem Sehr interessant. Ja, danke für die Alternative, sehr cool. Gerne. Küche. Küche. Es gibt ein Waschbecken. Ja, das hatten wir eben hier schon kurz. Genau, bei dem man eben hier auch so rausziehen kann. Pumpe, der Schalter, da ist eine Pumpe. Genau, Pumpe zum Ein- und Ausschalten, dass man, wenn man mal weg ist vom Bus, auch theoretisch das Wasser ganz ausschalten kann. Da hinten einmal Gewürze oben, Ablage für was auch immer man halt sonst so braucht zum Kochen und Zähneputzen. Darf ich da einmal fragen, wie viel Frischwasser und wie viel Abwasser ihr habt? Wir haben 124 Liter Frischwasser hier drunter. 93, glaube ich. Und 93 Liter Abwasser unterm Auto. Genau. Also, wir erwähnen es jedes Mal, erwähne ich es dazu, warum die Leute sich fragen, warum weniger Abwasser als Frischwasser. Manche trinken das Wasser, manche Sachen kippt man weg, deswegen braucht man nie gleich Gewicht und ihr kommt wahrscheinlich sehr gut aus, ne? Genau. Und es gab auch eigentlich keine andere Alternative, um noch einen größeren Tank zu machen. Wir haben schon geschaut, aber es war dann die einzige Möglichkeit. Ja. Und dann wie lange kommt ihr damit aus? Das finde ich immer ganz interessant. Leute fragen das immer, warum braucht man denn mehr als 100 Liter, aber wenn man duscht und dann... Genau, es kommt ganz drauf an, wenn wir voll sparsam damit umgehen, dann würde ich sagen, auf jeden Fall eine Woche, wenn nicht sogar länger. Wenn man richtig sparsam ist, wenn man vielleicht auch nicht täglich duscht, sag ich mal. Dann genau, wenn man jeden Tag duscht, immer auch abwascht, vielleicht auch mal für andere Leute noch kocht, dann kann es auch in 3 Tagen einfach schon weg sein. Genau, also genau so bei uns. Aber wenn man richtig sparsam umgeht, würde ich sagen, und je mehr man hat, desto weniger sparsam, glaube ich, geht man auch oft um. Deswegen, sehr cool. Aber so circa ist da. Perfekt. Vielen Dank fürs Wassersystem. Dann haben wir noch 2 Sachen übrig. Gibt es bei der Küche noch was? Ich glaube, ich probiere mal so ein bisschen zu bündeln, was interessant ist für die Leute. Ich glaube, da gibt es nicht super viel zu erzählen. Zu eurem Induktionskocher kommen wir gleich noch. Genau. Vielleicht als erstes noch der Kühlschrank. Ich mache mal einen Schritt zurück. Ich glaube, das ist der Kühlschrank, ist richtig? Ja, richtig. Das ist der Kühlschrank. Der schaut so aus. Super cool. Wie viel Liter nochmal? Weiß ich nicht. Ich glaube, es steht sogar da drin, warte. Also es ist schon eine gute Größe, ne? Ist eine sehr gute Größe, man kommt mehr als genug damit aus. Ja. Ich weiß es nicht, ich sagte die Liter dann noch wieder. Was ganz praktisch ist... Isotherm, das ist für viele noch interessant. Genau, wir haben da drunter so einen Tisch.
dass man theoretisch in Zukunft, falls wir irgendwann mal eine Doppeldrehsitzbank haben, hier auch arbeiten können. Aber jetzt ist es einfach ganz praktisch als extra Arbeitsfläche, beziehungsweise auch zum Be- und Entladen vom Kühlschrank. Ja. Und es ist sehr cool, dass der auf Stehhöhe ist. Das war uns irgendwie wichtig. Ja. Ja. Wie zu Hause quasi, ne? Ja. Da hat man das ist schon sehr angenehm, muss man sagen, das auf der Höhe zu haben. Ja. Und auch keine Truhe zu haben, wo du dann immer wühlen musst und dann viel putzen musst. Ja, super praktisch. Passt auch optisch sehr schön rein, wie ich finde zumindest. Sehr, sehr schön. Dann kommen wir zu einer zweiten, ja nicht Besonderheit, ich glaube viele machen ja viel über Strom, aber ihr seid wirklich eine fahrende Batterie quasi, würde ich sagen. Ihr habt ein Induktionskochfeld, vielleicht wollt ihr da einmal erklären, wie viel Solar ihr auf dem Dach habt. Das ist glaube ich nicht interessant, wie es verbaut ist, aber zumindest wie viel Watt ihr einnehmt und wie groß die Batterie ist und wie gut ihr damit zurechtkommt. Also wir haben 375 Watt am Dach. Und eine 560 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Wie groß ist die ungefähr, wenn man das mal so... Ist schon ein Ding, ne? Schon ein... Ja. Ja. So ein Drum irgendwie. Ja. Aber ihr könnt noch kurz reinschauen, gerne. Genau. 560 Ampere-Stunden, 375 Watt und einen ziemlich großen Wechselrichter mit 3000 Watt. Also der große Multiplus. Können wir auch noch mal gerne reinschauen, wenn du möchtest dann. Ja. Und der ist eigentlich wirklich nur deshalb notwendig für eigentlich die Induktionszeit. Also das war halt, genau. Das ist halt das Ausschlaggebende. Da ist die obere Platte, glaube ich, 1300 und die untere 1700 Watt. Also beide zusammen würden dann genau auf diese 3000, aber hat man selten und wenn dann nur kurz eigentlich. Ja. So gesehen kommen wir da eigentlich geht bis jetzt eigentlich gut sehr, klar. Sehr gut. Also kommt ihr gut mit zurecht, Fazit? Ja. Kommt man gut damit zurecht, dadurch, dass wir auch noch einen Ladebooster haben und aufladen können, während wir fahren. Sonst nur mit Solar jetzt im Winter, auch wenn es hier schön sonnig ist, ist glaube ich ein bisschen zu wenig. Aber so überhaupt kein Problem. Also im Sommer haben wir eigentlich keine Referenzmotor sozusagen, da sind wir noch nicht gefahren. Aber ich bin mir sicher, dass das da kein Problem ist, weil wir jetzt schon relativ gut zurechtkommen und hin und wieder halt fahren müssen, dass wir dann jetzt... aber man muss eh mal wieder... Abwasser oder so wegbringen, deswegen von dem her geht das dann ganz gut zusammen. Ja, super praktisch. Vielen Dank für die Einschätzung. Ich glaube, das ist auch für viele interessant, wie viel Strom in welchem Verhältnis überhaupt steht. Also das spricht, ihr habt kein Gas drin, ne? Genau. Ja. Das haben wir überhaupt nicht. Was meiner Meinung nach auch ein riesen Vorteil ist, weil das ist ja schon immer so das Thema irgendwie Gas und wie vernünftig verbaut und wie geht man damit um. Und du hast wieder noch eine Ressource, die du immer wieder auffüllen musst. Ja. Und du musst, dann musst du auch, das ist wieder ein Punkt, wo das musst du auch immer besorgen, egal wo du bist. Da hatten wir das Privileg, dass uns ein Freund diese Batterie gebaut hat, weil sonst, glaube ich, 560 Ampere-Stunden doch sehr ins Geld geht und das könnten wir uns auch nicht leisten. Und deswegen, es war sehr cool, dass der uns da aus den einzelnen Zellen die Batterie zusammengebaut hat. Super cool. Genau. Ja. Wo wir bei dem Thema sind und vielleicht langsam mal zum Schluss kommen. Ihr habt es gerade angesprochen, einige Sachen im Van-Ausbau gerade nach Corona gehen jetzt ins Geld. Wisst ihr ungefähr, wie viel ihr für den Ausbau bezahlt habt? Wir haben für den Innenausbau nicht ganz 30.000, also ein bisschen drunter gezahlt. Mhm. Also ein großer Teil davon ist eigentlich das Strom-Setup, würde ich sagen. Ja. Dann Holz war auch ein großer Teil und ich glaube, man unterschätzt, wie viel so Kleinigkeiten kosten. Mhm. Also das geht dann doch auch ziemlich ins Geld, so Schrauben, Winkel, was auch immer man halt sonst noch so braucht, Farbe. Aber genau, so sind wir dann im Endeffekt. Ihr scheint sehr zufrieden mit eurem Van zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr inspirierend ist für viele andere. Deswegen die Frage, kann man euch bei Instagram irgendwo kontaktieren, wenn man Fragen hat oder lieber unter den YouTube-Kommentaren, wie ihr möchtet? Es gibt einen Ellie Machine Account, wo wir so ein bisschen tagebuchmäßig dokumentiert haben, wie wir den Bus ausgebaut haben. Cool. Und da könnte man uns kontaktieren. Okay, Ellie Machine, das merke ich mir gleich einmal. Das verlinke ich euch dann im Video hier drunter. Wenn ihr Fragen an Hanna und Matthias habt, dann dürft ihr da sicherlich gerne schreiben. Gerne. Ob es Strom ist, ob es Kühlschrank ist oder was auch sonst. Dusche. Ja. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, wir beide gehen vielleicht nochmal hinten, filmen noch einmal kurz über die Batterie, wenn das okay ist. Und beziehungsweise, ich glaube, das ist auch noch ein interessantes Gerne. Das ist auch noch passend zum Strom. Haben wir hier noch so eine kleine Zentraleinheit, sag ich mal, gemacht. Also hier hat man so quasi eine Übersicht über wie viel Solar kommt gerade rein, wie groß ist, also wie viel ist die Batterie gerade, wie voll ist sie. Genau. Dann hat man hier noch
Standheizung natürlich, ja. Genau. Und das, ja, das war eine Investition, die hat nicht viel gekostet. Deshalb wirkt es jetzt ein bisschen sehr crazy. Wir haben noch so eine Infrarot-Fußbodenheizung. Ja, und ich dachte, das wär's schon mit dem Highlights. Aber es ist tatsächlich, es war keine große Investition und wir hatten den Boden offen und waren so, okay, wollen wir das nochmal 70 Euro rein investieren für die Dinge? Ja. Und dann waren wir so, ja, machen wir das. Wenn super wir echt cool mal irgendwo in Norwegen oder so unterwegs sind, könnte ja das praktisch sein. Weiß ich noch nicht, kann ich noch nicht sagen. Super cool. Genau. Ich habe da mal aufgemacht für Batterie und Strom, weil wir gesagt schon haben, vielleicht ist das relevant. Und das ist wirklich so eine. Genau, so, also Batterie wow ist da unten das drinnen. Ja. Warte, ich lasse dich da mal durch. Dann. Wow, das ist natürlich mal ein ordentliches Stromsetup. Genau, also hier haben wir die Batterie, das dunkle schwarze ja da unten. Durch den Boden, also durch den Unterboden tatsächlich verschraubt. Ja. Die genauso wie der Wassertank. Sorry. Ja, die wiegt ordentlich. Die wiegt ordentlich. Ne? Ich kann ich gar nicht sagen, wie viel sie wiegt. Ja. Aber nicht angenehm zu tragen. Ja. Also im Boden verschraubt, sagen genau wir so. Ja. Genau. Dann hat man hier, das ist recht cool von Tiger Expert, eine Zentralschiene quasi, mit wo quasi auf der Seite die ganzen Plus-Kontakte auflegen und da die ganzen Minus-Kontakte. Jo. Was super, super praktisch ist, weil das erspart dir einfach alle Sicherungen, die da so frei herum immer verbaut werden. Das ist alles ja an einem Fleck und sehr übersichtlich. Und hier ist nochmal die Minus-Schiene nochmal getrennt quasi mit einem Battery Protect, der sieht quasi ein Smart Shunt, sorry, nicht Battery Protect, ja, ein Smart Shunt, der quasi rechnet, wie voll die Batterie gerade ist. Und hier kann man einmal nochmal den ganzen Strom einfach trennen, wenn man das möchte. Ich glaube, für die Laien oder mehr oder weniger Laien, ich glaube, das moderne Trennrelais ist es vielleicht irgendwie. Das, genau, ja. So, zumindest geht es so in die Richtung, wenn ich das auch als Laie verstehe, aber sehr, sehr schön. Genau. Ja, so sieht ein Stromsetup aus, der Rest auch von Victron, das geht genau, glaube ich auch ja gut ins Geld, ne? Aber dann hat man es auf der App, auf dem Handy, das finde yeah ich immer sehr, sehr praktisch. Ja, dann kann man sich da mal ein Bild auch von der Kabeldicke machen. Also. Ja, es ist halt 12 yeah Volt, dadurch halt ja natürlich ein bisschen dicker. Ich glaube, ja, im Nachhinein wäre es vielleicht interessant gewesen, vielleicht mal über 24 Volt mhm das zu überlegen, aber das, die Entscheidung ist dann schon gefallen gewesen. Ja. Genau. Perfekt. Dann wechsle ich nochmal die Plätze. Danke, Hannah, dass du ja hier einmal. Vielleicht stellt ihr euch noch einmal nebeneinander. Ja. Damit ich mich wie jedes Mal für die super nette Roomtour bedanken kann. Gerne, gerne. Vielen Dank dafür. Ja, danke ich dir. Hoffe, dass ihr noch eine schöne Reise habt. Ich glaube, wir werden ja wahrscheinlich auch noch ein bisschen zusammen hier rumreisen und uns auf der Insel hier sehen. Und vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss, dir. Dankeschön.